Hallo zurück. Ja, wir sind immer noch auf der Reise unheiliger Vater, mit der Story weiterzumachen. Ich komme aber irgendwie nicht dazu, weil ich andauernd irgendwo brandschatzen und plündern muss. Aber langsam und beharrlich nähern wir uns unserem Storyziel. Ich habe versucht, ein bisschen... Ah, es ist schon noch eine Ecke. Ein bisschen mit dem Boot irgendwie zu fahren. Ich weiß halt nicht, wie weit wir damit kommen. Also richtig eine Bootsfahrt ist ja nicht so möglich. Wir sind hier auf irgendeinem Flussgewässer. Gleich mal so ein Ding. So. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und da gucken wir, was uns auf dem Weg noch so passiert. Ihr wisst ja, ich habe es nicht eilig. Und manchmal spiele ich auch ohne euch, einfach um so ein bisschen heißes Looten zu looten, also Sachen einzusammeln und reich zu werden. Weil ich will groß und stark sein. Es nervt mich total, wenn ich draufgehe. Zum Beispiel, wenn ich angezündet werde, ne? Ich weiß nicht, wie ich die Flammen auskriege. Weiß es einer von euch? Weil in Odyssee konnte ich mich irgendwie abrollen und wälzen, um die Flammen auszukriegen. Und das geht hier nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich verbrenne einfach. Und je nachdem, was es halt ist, bin ich relativ schnell tot. So schnell kann man gar nicht gucken. Also wenn euch da was einfällt, dann sagt's mir gern. So, da bin ich auch schon... Guck mal, da kommt doch schon wieder so ein Kloster auf uns zu. Ich sag ja, wir kommen zu nichts. Ne, ist auch noch ziemlich weit weg. Okay. Hätte ich da abbiegen können? Ja, so richtig viele Möglichkeiten. Schnellreiseziel, sehr gut. Passen wir da durch. Wir haben auch einen Mast. Wow. Take the mast down! Also denken mit, Gott sei Dank. Ja, wir müssen eigentlich so ein bisschen nach links. Das ist ganz cool mit dem Mast, ne? Kann ich anders sagen. Das ist ein bisschen wie so ein Weihnachtsbaum. Hier aufhängen. Tja, glaubt ihr, es geht irgendwann nochmal links? Sonst müsste ich jetzt mal absteigen hier. Aussteigen. Und vielleicht einfach per Pferd weiterreisen. Sagt die Karte. Nee, guck mal, wir müssen raus, dass ich geguckt habe. We'll pick up. Patsch. So, Pferd. Ja, guck mal. So, jetzt. Ja, das entspricht mir mehr. Hier so einfach direkt Vogelfluglinie. Also mein Pferd, selbst mein Pferd ist schneller als dieses Pferd. Und sie ist eher gemütlich unterwegs. Na gut, das Pferd denkt sich auch, ich kenne das Gelände nicht. Was ist, wenn ich in ein Kaninchenloch trete? Alles verständlich. Es weiß halt nicht, dass es nur ein Pixelpferd ist. So, jetzt sind wir doch schon ziemlich nah dran. Und das ohne aufgehalten zu werden. Halt, Fragezeichen. Witzig, ne? Ich sag, ohne aufgehalten zu werden und zack, kommt wieder was Neues. So, das war mein letzter Schluck Kaffee. Deprimierenderweise. Oh, der ist ja winzig. A fellow adventurer need to know the lie of the land? My prices are competitive.
Na gut. Alright. Ausrüstung, Bücher des Wissens, Barren, Artefakte, Rätsel. Ausrüstung, oder? Right. Let me show you something on your map. Neue wichtige Orte. Na gut. Hat der jetzt immer einfach ein Fragezeichen auf dem Kopf? That's all I have for now. Okay. Find me later. Na gut. Also ja, er hat immer ein Fragezeichen auf dem Kopf, wie es aussieht. So, jetzt treffen wir endlich Liv. This priest blows as much air as a hailstorm. You cannot be allowed to keep spewing. Did you sail through a storm? You never mentioned. Eivor! A fine day for being out, no? Soma said I would find you here, Leif. What's your plan? We're ridding the world of a priest who spouts praise for the Elderman and funnels tithes into Wickman's coffers. So the plan is this. We sneak in, gut the priest, and return to Soma. That will get Wickman steaming. Wie kam es? Okay. How did you come to join Soma's army? We came to England together, sailing under Guthrum. The Great Summer Army, the Saxons called us. When Guthrum left for Wessex, Soma stepped forward to lead. Something I would have liked to do myself. What would you do if you were the Jarl of Grantbridge? I would run the city my own way. I would not give Birna and Galen's opinions equal weight. Do you not trust them? I wouldn't say that. It's more. Birna's boots are stuck in the mud, and Galen's are in the sky. If death were bearing down upon us, I worry neither would have what it takes to carry us through. Aber vielleicht ist die Mischung ganz gut. You were there when Guthrun made Soma the steward of Grantbridge. How did that feel? Good fortune for her. When Soma took hold, the silver started flowing and the people started dancing. She knows trade. I do wish I'd been bold enough to put myself forward, to take on the burden and honor of running a city. But that's beside the point. Soma is my Jarl's corner, and I'm her sworn man. No act of any god will change that. Ja, wer so offensiv ist. As a master shipbuilder, what does your work require? Patience and love. I know each of our vessels as a parent knows their child. But building ships needs silver too. The hard wood, the tough fabrics, the expensive paints, the yellow I use, for instance, that must be imported. A high price for a happy color. I'm certain that's why someone stole my paints some weeks ago. Blasted thief. Good conversation, Leif. Now let's take down Wickman's man. Too right, too right. Wickman's whelp awaits his reward. My warriors will distract the Saxon forces at the gate. You and I will find the priest. Farbe geklaut. Was machen wir? Wo ist er hin? So, was mache ich jetzt? Da so. Okay. I would much prefer a more straightforward approach. Ich benutze den Vogel nicht so gern. I'll try something new. How kind. Now keep your voice down. Deswegen bin ich da so faul. Ich sehe das schon, dass das Spiel das gerne möchte. Mordor! Mordor! Halt die Klappe. Aber ich mag nicht. Wenn ich nicht unbedingt muss, kann mal jemand das Kind knebeln? Wickman's priest is in the church. Ja, wahrscheinlich hätte der Vogel schon längst den Eingang gefunden. Das mag sein.
kommen wir ja nicht weiter. Ja, gut, da habe ich mir ja einen interessanten Weg ausgesucht. Ist auch gar nicht langweilig, finde ich. So, am Zaun entlang. Ich will gleich dasselbe Kind wieder treffen. Ah, guck an. Ein Hund, hallo. Also dieser Fähigkeitenschaden, den ich da habe, ist jetzt nicht so wahnsinnig. Dafür, dass ich so einen tollen Hochspringer da drin habe. Reicht du mal, Robben? Das nehmen wir schon mal. Was soll ich noch machen, außer den Typ markieren? Was kann ich tun, wenn du dann trotzdem in die falsche Richtung rennst? Zum Sitzen. Jetzt verstehe ich's. Das ist lustig. Okay, gut zu wissen. Well, well, I may be a heathen in the Saxon's eyes, but this church is lovely. I know good craftsmanship when I see it. Schön, dass er die Architektur bewundern kann, während ich hier um mein Leben kämpfe. Oh, das kann ich dann nicht. Stehe. Finde ich aber nicht so gut. Tausche ich aus. Sobald ich kann. So, wo ist hier mein Kumpel? Right, that's better. So. Wo läuft mein Schlüssel? Wo ist er hin? Guards, help, help! Wigman should have killed you all off the first charge. Hinüber. Ich weiß nicht, wen ich gerade gekillt habe, aber da stand Attentat. Hab ich dann einfach mal gemacht. Achso, ja, der Schlüssel ist gerade weggelaufen.
sehen. Zum habe ich dir nicht eben schon aufgeholfen? Jetzt mal ernst. Pay for your sins. Boah. Mit dir jetzt hier? Okay, hier war ich ja eben schon und hab den weggemotzt. Cool, ne? Kirchenturm. Entschuldigung, ich habe jetzt keine Zeit für. Das Olle da mit dem Verkloppen. Das brauche ich nicht, das mag ich nicht. Das kann ich nicht. Time has come for you. Ich hau schon zu. Aber nicht so persönlich. If they see me. Das ist nicht so toll, finde ich. Das wird schon doll. Mal, wieso können wir denn die Tür hier nicht mal aufmachen? Ist hier noch eigentlich irgendwas? Nein, oder? Nicht so aus. Wieso läuft mir der Typ eigentlich die ganze Zeit nach? Tja, den Alarm habt ihr jetzt ein kleines bisschen schnell gesetzt. So, wie kommen wir hier rein? Wie kommen wir hier rein? Jetzt hier eine Tür. Ja, schwer war es nicht. So ein Schlüssel. Wofür habe ich den denn? Verstehe. Da also auch hier lang gehen können.
mich da schon wieder. Okay, na, das war doch einigermaßen erfolgreich. Guck mal, da ist noch so einer. Müssen wir eigentlich alle abmurksen? Schwierig. So. Entkomme aus Valdone. Tja. Ist uns gelungen, würde ich sagen. Dann gehen wir doch einfach mal gemütlich hinaus. Oh, da kann man raus. Zack. Und raus. Sprich mit Liv. Der ist natürlich auf der vollkommen anderen Seite, wie es aussieht. Ernsthaft jetzt, Leute. Wo ist er denn? Da. Liv, nicht weglaufen jetzt, hallo. Alter. Kannst du mal aufhören, so zu rennen? Alter. Well struck. We made short work of Wickman's man. That we did. You've proven yourself an asset to us. I'll see you back in Grandbridge. Okay, ihr Lieben. Ja, war ganz schönes Gemetzel, ne? Wir haben ein paar Punkte bekommen. Und wir haben ja auch so ein Buch des Wissens gefunden. Ich glaube, das ist jetzt schon das zweite. Aber das mache ich alles ganz in Ruhe im nächsten Let's Play. Ich freue mich auf euch. Bis bald.